Erstmal bin ich auf die Suche gegangen nach diesem ominösen Datum 1870 und habe den Filbler Anzeiger von 1870 mir geben lassen und da mal geschaut. Wobei schauen da schon schwierig ist, weil erstens mal ist es in einer anderen Schrift gedruckt. Die Sachen sind ganz anders als heute. Es stehen Anzeigen neben Erwähnung, wie teuer ein Brot zu sein hat oder wie teuer Butter zu sein hat, wann die nächste Viehauktion ist. Also es ist ein Sammelsurium von allen möglichen Dingen. Und da 1870 so dieses vage Datum war in dieser Festschrift, also habe ich mit diesem Jahr angefangen. Habe da aber nicht wirklich viel gefunden, keinen Beleg dafür. Und bin dann ein Jahr zurückgegangen, 1869, bin dann ein Jahr vorgegangen, 1871 und habe wirklich alles gelesen, von Viehanzeigen bis zu irgendwelchen Hochzeitsanzeigen. Und da kristallisierte sich dann irgendwie heraus, auch in einem anderen Buch, dass der Krieg 1870-71, der deutsch-französische Krieg, anscheinend so ein Datum war, mit dem auch eine solche kleine Stadt wie Filbel etwas daraus gemacht hat. Denn 1871, nach dem Krieg, kurze Zeit nach Ende des Krieges, gab es schon erste Bestrebungen, ein Kriegerdenkmal erbauen zu lassen. Und dieser Fährte, so muss man es wirklich sagen, bin ich dann weiter gefolgt. Und 1872 wurde dieses Kriegerdenkmal damals zu Ehren Deutschlands ausgestattet, gebaut. Und da fand man auf einmal einen Maurermeister Wolf, der dieses errichtet hat. Und dieser Wolf wird ja auch in der Urkunde damals von 1899 erwähnt, dass ein Herr Wolf sein Geschäft an K.L. Schmidt abgegeben hat. Also habe ich gedacht, ich habe jetzt wenigstens einen Beleg dafür, dass ein Maurermeister Wolf, im Übrigen seine Arbeit hat er gut getan für dieses Kriegerdenkmal, schon vorher irgendwie in Filbel gelebt haben muss. Und bin dann doch wieder zurückgegangen in die Jahre zuvor und habe dann gedacht, guck doch mal, irgendwann kam mir so der Geistesblitz, die Geburtsanzeigen durch, wobei das nicht Geburtsanzeigen sind, wie man sie heute kennt, sondern wirklich nur die Veröffentlichung der evangelischen und der katholischen Kirche sorgsam getrennt, wo wer geheiratet hat, wer wen geheiratet hat und welche Kinder dann später kamen. Und da kam es dann, dass ein Georg Wolf, der letztendlich 1899 die Firma an Karl Schmidt verkauft hat, nur in Anführungszeichen der Sohn eines Johann Wolf gewesen ist, der früher schon dieses Geschäft hatte und der anscheinend es dann seinem Sohn übereignet hat. Also dachte ich, muss die Geschichte noch viel, viel älter sein als das 1870. Und dann nochmal weiter geschaut, nicht an einem Tag, das hat sich über Wochen hingezogen, ob man irgendetwas dazu näher findet. Und siehe da, ganz zum Schluss der Recherchen kam dann auch eine ganz kleine Anzeige zutage, nach der ein Johann Wolf 1866 sich der geneigten Kundschaft in Bad Vilbel als Maurer empfiehlt. Was ja auch Sinn macht, denn so einen Auftrag für ein Kriegerdenkmal bekommt man nicht, wenn man gerade erst angefangen hat, sein Geschäft zu betreiben, sondern es bekommen nur die, die das wirklich schon erfahren, einige Jahre gemacht haben. Und 1866 ist eben auch besagter Sohn Georg geboren worden. Und für ein Familienunternehmen ist das umso schöner, diesen Zusammenhang zu sehen, dass wenn man vielleicht ein Kind dann hat, einen Sohn, dann auch ein Geschäft gründet, um es vielleicht irgendwann diesem Sohn zu übereignen, was dann auch geschehen ist. Und so ist das Familienunternehmen nicht nur ein Name, sondern wird mit wirklichem Leben gefüllt.